Keine Sorge, du siehst gar nichts. Da gibt's nichts. So. Der Dinger ist da hinten. Er sieht gar nichts. Ja, du siehst null. So. Warum auch immer ich da was machen will. Wie kriege ich den denn eigentlich da weg jetzt? So. Nein, 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 nein. Ich muss mal schauen, was habe ich denn im Inventar? Stachelmine, Rauchbombe. Was sind meine Ziele? Schleich dich unentdeckt in die Festung. Okay, locke die Wache mit einem Toten an und töte sie geräuschlos. Töte geräuschlos alle Wachen in den Katakomben. Okay. Ich bin hier gerade ein bisschen versucht zu sagen, keine Ahnung, wie ich hier durchkomme. So nicht. Verdammt. Ach ja, Blitz. Blitz, natürlich. So, ich kann auch einfach rausspringen und ihn abmurksen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite, wofür? So. Das ging eigentlich relativ easy. Peasy. Da bin ich sehr begeistert. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Es sieht fast so aus. Nein. So. Zack. Runter. Und hier rüber. Und dann müsste. On a journey along the Silk Road, he met a merchant who promised to restore his youth and glory. Hara's veterans spin tales over teacups. And yours. So, da hinten ist nichts von Interesse. So. Haben wir das Licht auch ausgemacht? Ich wollte jetzt mal schauen, ob man das auch so machen einfach kann, also ohne. So. Ziehen wir dich hier in die Mitte, genau. Ich wollte einfach sehen, ob man das auch machen kann, ohne. Aber ich denke, ich gehe oben lang wieder zurück. Das wird wahrscheinlich sicherer sein. Das heißt sicherer, sinnvoller. Einfach, weil ich da hinten zack. Zack. Da ist ein Typ. Ich hoffe, der sieht mich nicht, wenn es blitzt. Sonst habe ich ein Problem. Der sieht mich aber natürlich, wenn es blitzt. Das ist natürlich auch ein Problem. Komm, Blitz. Das war gar nichts. Das war überhaupt nichts. Genau. Da ist nämlich wirklich gar nichts. Mach dir keine Sorgen, alles ist in bester Ordnung.
Den werde ich jetzt nicht umbringen. So. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ob da hinten noch eine Wache kommt. So, da ist der, da kann ich mich aber die Treppe hinabschwingen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, so. Da bin ich schon wieder in der Sicherheit und versteck mich da unten. Ich hoffe echt, die sehen einen nicht, wenn man hier irgendwo unter der Treppe hängt. Und da blitzt. Das hoffe ich echt. So. Okay, wo sind wir denn hier eigentlich? Sind wir wieder da unten drunter? Ich bin eigentlich fast versucht, wieder noch ein Stück reinzulaufen. Ja. Ich bin versucht, noch ein Stück reinzulaufen und ich werde noch ein Stück reinlaufen. Einfach, weil ich wissen möchte, was da ist. Ob da hinten wirklich die tote Wand ist. Einfach nur... Momentan sieht es nicht so aus. Momentan sieht es wirklich so aus, als ob hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Ja, natürlich. Once you have the mark, they treat you like an outsider. Strange, unpredictable and dangerous. You're as good as banished. And when your mission's over, you're dead. Ja, das wissen wir ja. So, ich kann hier jetzt diverse Updates fahren. Das da zum Beispiel. Wobei ich das ja nicht genug Items habe für und generell und sowieso. So, 5. Giftige Wolke. Krähenfüße ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wobei die Stachelmine eigentlich fast besser ist. Wobei ich die Stachelmine ja auch so schon werfen konnte. Ich denke, ich werde einfach nichts tun. Passt, passt, passt. Es ist gut zu wissen, dass es hier weitergeht. Allerdings möchte ich jetzt erstmal wieder zurück. Na komm. Weil ich da unten rein möchte. Ich möchte wissen, wo es da hingeht. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche tollen Gegenstände für mich. Namentlich irgendwelche Rollen. So, zack. Oder Schicksalsräume. Schön. Dann machen wir doch hier mal ein B. Und schauen, was passiert, wenn wir dich... Achso, ja klar. Da passiert ja gar nichts. Da ist einfach... clever. So, du bist tot. Und dann kommst du hierher. Dann kann ich nämlich hier an die Wand. Und dann habe ich die nächste Rolle. So, das ist schön. Ich wusste doch, dass ich zurückgehen sollte. Nein, nicht dahin springen. Sondern hier oben. Zack, zack. Und immer schön weiter. Hier, dich will ich auch aushaben. So. Und dann geht's auch schon wieder zurück. Zurück, zurück. Damit wir da unten weiterspielen können. Zack, zack. Licht aus. Kann ich da nicht drauf sitzen, wenn die da auch schon drauf sitzt? Offenbar nicht, ne? So.
Ja gut, dann ist es hier wieder die Kiste. Einmal Kiste hier hoch, hier rüber, an die Wand und schön hochklettern. Die andere Wand hoch, rüber. Ups. Genau. Da will ich nämlich hoch und sehen, was es hier gibt, aber hier scheint es nichts zu geben. Weg da. War klar, dass es hier die Wache gibt. So, die werde ich jetzt natürlich vernichten. Die Wache. So, dreh dich um. Blitze. Und dann werde ich dich aus dem Versteck raus eliminieren. So. Vorher möchte ich jetzt aber noch sehen, bevor ich dich verstecke, ob es da unten was gibt oder ob da einfach nur ein tiefer Fall ist. Oh, da unten gibt's was. Und da ist ein tiefer Fall, das ist ja schön. Zack. An die Wand. Den Typ nehmen und fallen lassen. Schön. Also für ihn weniger natürlich. Aber für mich ist das eigentlich recht angenehm. So. Dann schauen wir doch hier mal, wo es hier weitergeht. So. Da unten ist eine Wache. Jetzt kommen die natürlich her, war klar. Aber hier hoch kommen die ja nicht. Oh, doch. Das ist natürlich ungeschickt, das wollte ich nämlich eigentlich gar nicht. Das wollte ich nämlich eigentlich echt nicht. Das wollte ich wirklich nicht so richtig. Allerdings habe ich jetzt die Alternative natürlich. Der läuft jetzt hier in der Gegend rum. Und er wird vermutlich in die Tiefe fallen. Auf Wiedersehen. So, habe ich dich. Kann ich dich nochmal nehmen und die Leiche verstecken. Allerdings wurde die ja schon gefunden. Zack. Möchte jetzt natürlich auch noch wissen, wo es da runter geht. Ob es da was zu finden gibt. So, dich nehme ich. Und schmeiß dich mal hier hin. Und dann muss ich doch mal schauen, was da hinten so ist. Verdammt. Bäm. Na gut.
Jetzt dürfen wir das ab hier nochmal alles machen. Das ist ja natürlich ein bisschen zum Kotzen, muss ich da sagen. Gut, das machen wir, denke ich, in der nächsten Aufnahmesitzung. Die Karte müsste ja dann genau an dieser Stelle weitergehen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.